hier wieder ganz bis an die Leitplanken dran, wirklich nur noch Zentimeter drin das Fahrzeug von der Leitplanke beim Rausbeschleunigen jetzt hier Richtung Hatzenbach aufpassen mit den Curbs, extrem schnelle Linkskurve. Jetzt wird das Auto angebremst, die Fahrbahn ist sehr wellig, das ABS arbeitet ohne Ende. Hier wird wieder ganz hart gefaltet, rechts und links über die Curbs drüber, das Auto springt, bewegt sich beim Rausbeschleunigen wieder auf die Curbs aufgefahren. Dann geht es jetzt hier durch diese Senker Richtung Quittelbacher Höhe, Richtung Flugplatz, super schnell. Hier wird das Auto leicht innen an der Leitplanke vorbei. Jetzt hebt das Auto aus, ganz kurz nur das Gas wegnehmen, dass die Räder nicht durchdrehen und direkt wieder beschleunigen, ohne die Bremse anzutippen. Fünfter Gang, jetzt geht's in den sechsten Gang mit zu dem schnellsten Punkt der Strecke. Hier über die Kuppe geht's Vollgas. Dann schaltet man normalerweise in den fünften Gang zurück. Hier in diesem Fall bin ich im sechsten Gang geblieben, ca. 255 km/h. Dann runterschalten, Rechtskurve, innen am Curb vorbei, Ahrenbergkurve. Dann geht es runter zur Fuchsröhre, Vollgas. Hier wird aus zwei Kurven eine Gerade gemacht. Man kürzt ab, um ein paar Meter zu sparen. Jetzt sechster Gang, 273 km/h in der Senke. Das Auto setzt auf, man kann es hören. Dann links über die Curbs. Unglaublich, wie das Auto dort belastet wird. Dann runterschalten. Links, rechts, Adenauer Forst, langsame Passage. Viele Zuschauer, schön zum Fahren, aber auch sehr speziell. Dann hat man wieder ein Stückchen geradeaus, wo man das Auto nochmal checken kann. Temperaturen, man schaut auf seinen Laptimer. Nächste Kurve, Linkskurve, mega schnell. Vierter Gang, runterschalten, dritter Gang. Dann aus dieser engen Links in die Rechts. Schalten, wieder anbremsen. Jetzt geht's wieder raus, auf die Curbs drauf. Nächste Schikane, wird nur gelupft, dass das Auto sich auf der Vorderachse setzt. Wieder raus beschleunigen, dreifach rechts. Unglaublich schnell, wieder links an den Fahrbahnrand. Jetzt kommen wir zur engsten Stelle. Hier geht sogar diesmal im ersten Gang rum. Erster, zweiter, dritter Gang. Raus beschleunigen Richtung Adenau. Hier sieht man es, die Betonwand. Ganz, ganz gefährliche Ecke. Man hat die Spuren gesehen auf dem Beton. Hier wieder volle Konzentration. Raus beschleunigen. Hier arbeitet die Traktionskontrolle. Aber beim Z4 ist die Elektronik so fein abgestimmt, dass da sehr, sehr viel Hilfe vom Fahrzeug kommt. Da waren wir gerade in der Lauda links, die Vollgas geht. Jetzt versuchen wir hier allen Schwung mitzunehmen für die nächste lange, lange Gerade, die uns zum Streckenabschnitt Hohe 8 führt. Hier sind wir jetzt im fünften Gang und jetzt schalten wir vor der schnellen Links in den 6, die Vollgas geht. Speed hier ca. 265 km/h, bevor wir gleich runterschalten für die nächste Linkskurve, die um den Berg rumführt, jetzt im fünften Gang. Und wieder raus, bis auf die Abweiser. Das hat gepasst. 219 km/h. Perfekt. Die nächste Rechtskurve. Sehr, sehr wellig. Anbremsen. Anfahrt jetzt zum Karussell. Sauber rausbeschleunigen. Gänge durchschalten. Jetzt gleich ganz kurz im Begrenzer, wenn alles gepasst hat. Da konnte man es hören. Jetzt geht es hier ins Karussell. Betonplatten, die aneinandergereiht sind. Extremst wellig, extremst hart fürs Auto beim Rausfahren, für die Antriebswellen. Dann geht es Richtung Hohe 8. Die nächste links geht voll mit frischen Reifen. Wenn die Reifen neu sind, geht es eine Runde Vollgas. Und das haben wir gerade geschafft. Anbremsen, Linkskurve, Rechtskurve. Das Auto wird extremst leicht. Man muss hier aufpassen auf den Außenkurb. Hier früh am Gas. Jetzt geht es von der Hohen 8, vom höchsten Punkt der Strecke, runter zum Wippermann. Am Gas bleiben, links, rechts, jetzt über die Schikane, drüber, über die Curbs, wieder am Außenkurb abgestützt. Jetzt geht es dann runter zum Brünnchen, wo die meisten Zuschauer stehen. Die Leute sind begeistert, das macht Spaß. Und links, rechts, wieder raus, bis auf die Wiese drauf. Jetzt staubt es im Spiegel. Eiskurve. Und wieder sauber rausbeschleunigen, alles mit einbeziehen, alle Curbs. Jetzt geht es in die nächste Linkskurve, raus beschleunigen, rechts über den Körper, Straße
abkürzen, wieder ein paar Meter sparen. Und Pflanzgarten, Vorsicht, Auto hebt aus, setzt sich, Rechtskurve, runtergeschaltet und ab jetzt geht's Vollgas. Zweiter Sprunghügel liegt an, Auto versetzt ca. 1,50 Meter. Nächster, rechts, links, geht Vollgas im fünften Gang, brutal schnell, ca. 250 km/h. Sechster Gang, dann nächste Rechtskurve, Anfahrt, Schwalbenschwanz, vierter Gang. Nächste links, dritter Gang, bis auf die Curbs raus, maximale Power, wieder runterschalten, Linkskurve, kleines Karussell oder auch Schwalbenschwanz genannt. Wieder Betonplatten, sehr uneben. So, dann kommen wir jetzt hier zum Galgenkopf. Hier heißt es auch maximalen Speed mit rausnehmen für die Langendöttinger Höhe. 1,8 Kilometer. Durchschalten, fünfter Gang. Und jetzt in den sechster Gang. Das Auto wird jetzt als immer schneller. Ich sehe schon vor mir das nächste Auto. Konkurrenz, aber zu weit weg. Keine Behinderung, alles im grünen Bereich. Check jetzt nochmal alles, guck auf meinen Display, guck, wo ich ungefähr liege. Ich habe so eine Anzeige im Auto, wo man Plus und Minus erkennt von einer Rundenzeit, die vorher eingegeben wurde. Jetzt kann man sehen, dass ich kurz am Funkknopf war und einen Funkspruch abgesetzt habe an die Box. Jetzt ist es nicht mehr weit. Jetzt sind wir in der hohen Rheinschikane, nicht mehr weit bis zu Start und Ziel. Und man kann jetzt nur noch hoffen, dass alles gut geht. Zweiter Gang, rechts über die Curbs, links am Körb vorbei, bis an die Leitplanke, durchbeschleunigt.